Nein, du springst nicht. Kriegen dich jetzt am besten auch. So, jetzt bist du da, wo ich dich haben wollte. Da gehe ich mal eben selbst da hoch. Dam. Dam. Hallo. Hallo. Oh, nun geht's los. Oh, wie enttäuschend. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Naja, zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Nicht schlimm. Außerdem... Ich will, dass ihr dich fangt. Nichts. Einige meiner besten Freunde sind Vollweisen. Schwachkopf, sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf! Mach schon, mach einfach den Test. Okay. Aktiviert! Komm, du bist meins! Bist meine Turtle! Meine! Nein! Boah, jetzt ist nicht so ruhig runterfallen kann. Okay, dann leider nein. Oh. Komm her, Cube. Ich glaube, den hier kann ich jetzt nicht wirklich treffen, weil hier drüben nichts ist, womit ich zu ihm springen kann. Das sehe ich jetzt aktuell nicht wirklich eine Möglichkeit. Ja. Dabei ist der Test zu einfach, aber mich einen Schwachkopf nennen. Was denn? Da wollte der Monitor nicht kaputt machen, weil ich nicht rankomme. Mit der Schwachkopfsache bin ich vielleicht etwas zu weit gegangen. Ich glaube, im Spiel sind gar keine Sachen, wo man es zerstören kann. Außer man kann irgendwie so Bomben einfach automatisch turnen oder so. Dann wird's gehen. Wenn das mit einem Command geht. Es gibt also Bomben in dem Spiel. Werden wir, glaube ich, erst noch später sehen. Das kleine Bomben. Oh, jetzt spielt er klassische Musik. Wo denn? Entschuldigung, ich hoffe, ich habe dich nicht gestört. So klingen Bücher, wenn man die Seiten umblättert. Damit habe ich mich gerade beschäftigt. Bücher lesen. Ich bin also kein Schwachkopf. Bin gerade mit dem Schwierigsten fertig, Machiavelli. Weiß nicht, wo das Problem sein soll. Ich fand's ziemlich einleuchtend. Hast du's gelesen? Ja. Wohl nicht. Gut, weiter im Test. Wenn doch nur mehr Bücher da wären. Da, da, da. Vor allem, warum musst du Bücher lesen? Hast du nicht alles als digitale Datei? So viel zur Modernität. Warte mal, wo fällt er runter? Der fällt exakt auf den Knopf. Exakt auf die Knopf. What? Das ist auf jeden Fall zu hoch. Und so machen wir mal hier.
Jetzt wird es langsam langweilig. Hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Du hast inzwischen bewiesen, dass du Monitore zertrümmern kannst. Das hast du empirisch bestätigt. Sehr schön, sehr tüchtig. Unsere kleine Miss Clever, der All... Warum ist der Boden nie komplett gebaut? Ich glaube, er ist noch nicht kaputt. Jetzt wird es langsam langweilig. Hast du wirklich nichts Besseres zu tun? Du hast inzwischen bewiesen, dass du Monitore zertrümmern kannst. Das hast du empirisch bestätigt. Sehr schön, sehr tüchtig. Unsere kleine Miss Clever, der Albtraum eines jeden Monitors. Entschuldige, fühlst du dich eigentlich gut, wenn du das machst? Es ist nämlich nicht sonderlich beeindruckend. Es ist nur Glas. Ein Baby könnte die Dinger kaputt machen. Das ist nichts Besonderes. Fühlst du dich beleidigt, wenn ich dir mal auf dein Gesicht halt drüber? Sehr geil. Oh, was war das denn? Das war gar nichts. Nichts! Der von ihm besetzte Körper, meiner, besitzt eine integrierte Test-Euphorie. Mit der Zeit wird man ihr gegenüber unempfindlich und es wird etwas unerträglich. Doch mit mentaler Stärke hält man es aus. Mir war es egal. Mein Motiv war die Wissenschaft. Er aber... Interesting. Und scheinbar ist den Leuten das wohl nicht so ganz aufgefallen, dass diese Euphorie, nun ja, mit der Zeit etwas blöd wird. Weil scheinbar kriegt er das Glücksgefühl daraus nochmal. Operation Error. Okay. Kümmere dich nicht um mich. Ich will nur etwas näher am Geschehen sein. Je geringer die Entfernung, desto besser sind vielleicht die Ergebnisse. Nein. Wie bitte? Nichts. Oh, ich dachte, du hättest was gesagt. Ihr bringt uns direkt zu ihm. Perfekt. Gut. Hallo. Weißt du? In Afrika gibt es Testsubjekte, die können sich keine Monitore für ihre Testkammern leisten. Lass dir das mal durch den Kopf gehen, bevor du weiter randalierst. Das ist eh der beste Spruch. Warum sollte man überhaupt testen in solchen Ländern? Ach lol, ja du machst mir es ja einfach, fall exakt dahin, wo du hin sollst. Aber richtig geil. Ja gut dann. Jump. So. Bist du wirklich absolut sicher, dass du das richtig machst? Du hast die Lösung zwar gefunden, aber es gibt mehrere Möglichkeiten. Und du suchst dir immer die ungünstigsten aus. Nein, nein, das war die Lösung. Ich verpasse alles. Nun ja. Ja. Hey, wait a minute. Ich glaube, er verzweifelt. Das ist nicht gut. Ich habe da eine Idee. Ich zeichne dich bei der Lösung dieses Tests auf. Dann sehe ich es mir 10-mal gleichzeitig an und erhöhe so den wissenschaftlichen Effekt. Natürlich musst du ihn dafür auch 10-mal so schnell lösen. Sag mir einfach, wenn du soweit bist. Ich will für die Aufzeichnung nichts verpassen. Logik? Fragezeichen. Aber... vielleicht... kriege ich es sogar hin von...
Da lande ich auch noch neben. Da geht nicht, da kann ich nicht hier. Das geht ja nicht. Ich kann nicht exakt auf ihm landen. Außer dass wir bei den Portalflächen sind, aber nicht. Schade, 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 Schokolade. Diesmal darfst du deinen Monitor behalten. Tut mir sehr, sehr leid. Ah, okay. Erstmal brauche ich überhaupt den Cube. Hallo. Dass sie ihn so gemacht haben, dass er so komplett still steht. Er wird jetzt auch funktionieren können. Egal. Wenn das, dann das runter. Also das so. Der Cube stehen schon perfekt hier drauf. Das das aktivieren. Ich das Laser ein bisschen da reinkriegen. Anders geht's ja auch kaum. Komm mal mit. So schnell kann's gehen. Ich hab ne Idee. Ist das jetzt dein neues Hobby? Das ist doch bescheuert. Seit Stunden tust du nichts anderes. Wo nimmst du nur die Energie her? Ich an deiner Stelle müsste mich ja erst einmal hinlegen und ein Nickerchen machen. Willst du dich vielleicht hinlegen? Dann, damit ich den Cube nach oben kriege. Dann kommt das da runter und dann geht's weiter. Du hast es gerade gelöst, nicht wahr? Du solltest doch Bescheid sagen, bevor du... Warum machst du mir das Leben so schwer? Weil ich nicht reden kann. Aber ich Kartoffel jetzt sagen können. Nun ja. Wahrscheinlich war ich nicht mehr in der Lage, das so weit zu verstehen. Warum auch einfach sitzt überhaupt der Kerl schmelzt? Es geht eigentlich nur um Atomkraftwerk. Ach, meine schöne Anlage. Ist ja der einzige Kern, der so schmelzen kann. Die Anlage zerstört sich selbst, Idiot. Stand auf Selbstzerstörung. Problem gelöst. Noch ein letztes Leben der alten Zeiten wegen. Zwei. Noch ein bis zwei davon, nur zum Spaß. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze steht. Er kann seinen Job behalten, ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter. Okay, geht leider nicht gerade, aber ich kann es auf jeden Fall bis zu ihm hinlenken, wenn ich den dafür entsprechenden Cube habe. Und das ist die Plattform. Gut. Ich hoffe, das passt von der Reichweite her. Aber ich kann ja weit springen. Ach so. Da müsst ihr jetzt extra so rüberfahren und so. Mache ich es dann doch lieber so, wie es gar nicht geht. Bin ich schlau. So.